Im letzten Video ging es um die Grundlagen eines Prozessrepositories als Kern Ihrer Prozessmanagement Suite und letztendlich Ihre Bemühungen rund um das Prozessmanagement. Und wie das Ganze genau ausschaut, das sehen wir uns jetzt genau mal an einem Beispiel an, an einer kostenlosen Community Edition. Gehen wir rein in den Bildschirm, ich zeige Ihnen, was das entsprechend kann. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich zeige Ihnen heute direkt am Bildschirm, wie ein Prozessrepository aufgebaut ist. Was Sie jetzt hier sehen, sind die Beispieldaten aus der Community Edition von Adonis. Die ist also kostenlos, das können Sie sich anschauen. Und Sie können selbstverständlich auch eigene Modelle und eigene Objekte entsprechend anlegen, um Ihr Unternehmen zu modellieren. Für kleine Unternehmen, die nicht allzu groß sind und nicht so viele Prozesse haben, ist die Funktion völlig ausreichend. Bei großen Unternehmen ist die Community Edition einfach nur limitiert, was die Anzahl der Objekte und der Modelle angeht. Aber ansonsten funktioniert alles wie gewollt. Hier haben wir jetzt als Beispiel die Prozesslandkarte von der Ado Money Bank, die wir hier entsprechend sehen. Und wir sehen auch gleich drüben, hier an der Seite, wie einen Art Explorer, wie man es auch vom Windows her kennt, wo die ganzen Modelle entsprechend einsortiert sind. Es ist also so eine Baumstruktur letztendlich und da kann man sich dann die einzelnen Prozesse eben aufklappen und man sieht diese blauen, das sind die Prozesslandkarten und die gelben, das sind die entsprechenden BPMN-Modelle, die miteinander entsprechend verknüpft sind. Bei Adonis wird im Prozessrepository unterschieden zwischen Modellen, das sind die hier, und den Dingen, die auf dem Modell drauf sind, das sind die jeweiligen Objekte. Die Objekte kann man einfach umschalten, sieht man entsprechend hier aufgedröselt, ob man eben sich die Rollen anschauen möchte oder ob man eben tatsächlich Kontrollen sich interessiert dafür oder für Risiken. Auch die Risiken sind entsprechend hier abgelegt. Man kann natürlich auch die entsprechenden Geschäftsprozesse sich anschauen und ähnliches. Die sind also je nach Typ des Objekts entsprechend eingeordnet. Gehen wir zurück zu den Modellen. Man muss sich das vorstellen, das hier ist quasi die Leinwand des Modells und auf dem Leinwand sind die entsprechenden Objekte abgelegt. Und jedes Objekt hat quasi so ein Notebook und in diesem Notebook kann man eben die entsprechenden Attribute alle da drin pflegen, die man eben auch alle haben möchte. Man sieht, man kann es aufklicken, hier entsprechend den Filter wegnehmen, dann sieht man eben alles, was es gibt. Zum Beispiel den Prozess, eine Beschreibung, den Zweck für den Prozess, Ergebnisse. Man sieht in der Organisation, wer für was entsprechend zuständig ist. Man kann Abhängigkeiten anzeigen und vieles weitere. Sehr schön ist auch dieser Knopf mit diesen Insights. Wenn man da entsprechend draufklickt, dann sieht man eben, wie dieser Prozess tatsächlich in der Beziehung steht mit anderen Dingen. Zum Beispiel mit Kennzahlen, mit der Anwendung, Organisationseinheit und weiteren Prozessen, die eben damit tatsächlich verbunden sind. Und genau das ist diese Analyse- und Auswertefunktionen, die man eben nur mit einem Prozessrepository erreichen kann, im Vergleich zu vielen, vielen anderen grafischen Programmen, wo man einfach nur Bildchen malt. Das ist eben der große Unterschied. Der Wartungsaufwand von entsprechenden Prozessen in einer BPM-Suite mit einem Repository, also mit einer Datenbankstruktur, ist auch sehr, sehr viel geringer. Das kann ich Ihnen mal zeigen. Zum Beispiel gehen wir mal in den Prozess rein, Kunden beraten. Und hier gibt es dann die entsprechende Prozesslandkarte dazu. Nehmen wir mal als Beispiel hier den Neukunden anlegen. Und dann kommen wir auf das entsprechende BPMN-Modell mit den Schwimmbahnen und den Rollen, wer für die jeweilige Aufgabe eigentlich zuständig ist. Und das ist in diesem Fall eben der Kundenberater. Privatkunden ist die Rolle. Diese Rolle können dann mehrere Mitarbeiter zugeordnet sein, aber es geht jetzt hier in diesem Fall um die Rolle. Geht man rein in die Objekte und ruft quasi das entsprechende Objekt auf mit seinem Notebook, wo man die ganzen Attribute pflegen kann, klickt man eben auf Bearbeiten und dann könnte man zum Beispiel den Namen von dieser Rolle entsprechend ändern. Nehmen wir vor, es ist ein internationales Unternehmen geworden, das heißt jetzt nicht mehr Kundenberater Privatkunden, sondern zum Beispiel Kundenberater Private Banking. Wenn wir das Ganze speichern, dann sehen wir eben, dass in allen zugehörigen Modellen tatsächlich die Rolle sofort geändert worden ist vom Kundenberater Privatkunden auf den Kundenberater Private Banking. Hier unten ist es noch der Firmenkundenbetreuer, denn den haben wir ja nicht verändert. Und das ist eben das Schöne an so einem Prozessrepository, dass man eben den Wartungs- und Änderungsdienst relativ leicht gestalten kann. Und egal, welche Prozessmanagement-Suite Sie wirklich verwenden, eigentlich haben alle großen Hersteller eben diese Datenbankstruktur dahinter. Und das unterscheidet eben tatsächlich diese Prozessmanagement-Suiten von Grafikprogrammen wie PowerPoint oder Visio. Großer Vorteil, geht sehr, sehr viel schneller. Man kann natürlich auch die entsprechenden Analysen durchführen. Man könnte zum Beispiel hierher gehen und sagen, über Verwendung anzeigen, zeige mir doch mal, in welchen Modellen zum Beispiel diese Rolle überall verwendet wird.
Und dann sehen wir hier eben die entsprechende Verwendung, tatsächlich die Referenzen in genau diesen ganzen Aufgaben ist jeweils der Kundenberater, jetzt in dem Fall Private Banking, hinterlegt. Und wir haben auch die dazugehörigen Modelle, die wir eben mit einem Klick auch entsprechend aufrufen könnten. Zum Beispiel in dem Fall Kreditantrag stellen, Privatkunde. Und auch diese Verknüpfungen sind eben tatsächlich nur dann möglich, wenn ich eben ein Prozessrepository im Hintergrund, diese Datenbankstruktur habe. Und auch hier sehen Sie eben tatsächlich, dass der Kundenberater eben umbenannt worden ist, was wir vorhin gemacht hatten. Jetzt können wir das Ganze nochmal zurückändern, indem wir sagen, okay, es war jetzt nur mal ein Test, wir machen das Ganze wieder rückgängig. Das funktioniert nicht selbstverständlich auch andersrum. Und wir haben es entsprechend in allen Modellen eben wieder geändert. Man könnte jetzt auch sagen, zum Beispiel über Charts erstellen, ich könnte jetzt eine Matrix aufrufen, indem ich in der einen Zeile eben die Aufgaben habe und in der anderen könnte ich zum Beispiel die entsprechende Rolle rüberziehen. Und dann sehe ich eben, dass der Kundenberater für die Privatkunden zum Beispiel zuständig ist für Auskünfte einholen. Das Ganze kann ich natürlich auch noch mit entsprechenden Modellen machen. Und sehe hier eben eine vollständige Matrix eben, wo ist der jeweilige Privatkundenbetreuer, der Durchführungsverantwortliche, wo wird er nur informiert oder wo wirkt er eben entsprechend mit. Und diese Art von Analysen und Auswertungen sind eben nur möglich tatsächlich durch dieses Repository und durch die Datenbankstruktur. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.